Hallo und herzlich willkommen an die Jungs und Mädels da draußen. Der Sisko ist wieder am Stissel und wir sind zurück mit Let's Play Diablo Runde 4. Und wir hören uns an, was Deckard Cain zu sagen hat. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Eure Zeit ist noch nicht gekommen, alter Mann. Folgt mir. Lea wartet auf euch. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Ach, natürlich, Deckard. Du weißt immer, wo die ganzen Abkürzungen sind und so weiter. Aber okay, deswegen habe ich dich auch gerne bei Wir mir. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Mhm. Folgt mir nach Tristram. Alles klar, auf geht's nach Tristram. Neu-Tristram, um genauer zu sein. Ich habe mein Wort gehalten und Leas Onkel Deckard Cain gerettet. Ich habe ihn vor dem Skelettkönig bewahrt, der mir nun den Weg zum gefallenen Stern versperrt. Oha, alles klar. So geht's also weiter. Wir sprechen erstmal mit Lea. Mal sehen, was sie uns zu sagen hat. Onkel, du lebst! Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp. Erzählt mir vom gefallenen Stern. Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Ja. Schön, Experience Points erhalten, 3300 Stück, sehr gut. Und Hauptsache, Deckard Cain ist wieder da. Und mit dem reden wir auch gleich nochmal. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Nichtsdestotrotz, der Skelettkönig versperrt mir den Weg zum gefallenen Stern. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, okay. Du solltest die Zeichen nicht so leicht abnehmen. Alles klar, Leoric, der Skelettkönig, ist also unser Gegner. Und wir versuchen mal mehr über ihn herauszufinden. Ein bisschen Story anscheinend in diesem Teil, aber okay, warum nicht? Hier ist der Schmied Hedrick. Alles klar. Hi, hi. Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorics zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Ach, Hedrick. Muss seine eigene Frau töten. Und nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich ihm die Hilfe anbiete, sagt er, ach, hab Dank. Also da können sich, wird sich wahrscheinlich der eine oder andere wiederfinden, aber nun gut. Keller der Verdammten, alles klar. Wir suchen also Hedricks Frau. Ja. Hier kommen wir schon mal nicht weiter. Achso, die Tür. Aufschlagen, sehr gut. Alles klar, hier machen einige Monster ihr Unwesen, aber mit meinem Roundhouse alles kein Problem. Bam, bam, bam. Und auch gleich kriegen wir sogar einen besseren Bonus, wenn wir ganz viele Gegner hintereinander kaputt machen. Und bis jetzt sind wir, glaube ich, noch in der Kombi drin. Und jetzt sehe ich keinen Gegner mehr. Kommt was? Na, kommt leider nichts. Meine Liebe, bitte vergib mir. Ich trage zu viel. Ah, Hedrick, hilf mir! Oh, ihr geht's nicht so gut. Ach, jetzt muss ich ja noch kaputt machen. Ja, klar. Ja, dann erstmal Roundhouse-Kick.
Und ja, sonst habe ich aber keine großartigen Fähigkeiten. Ich habe hier noch Blendung anscheinend, genau. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Gerne. Mein Name ist Hedrick Imon. Mahlzeit. Nun, Hedrick, Deckard Cain erzählte mir, ihr wüsstet, wo Leoriks Krone abgeblieben ist. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Soweit, so gut. Wir haben aber auf jeden Fall erstmal Minimum 17 Gegenstände zu viel. Und die mit Verkaufswert 2, die ja so eh nicht so viel wert sind, den entledigen wir uns erstmal, um ein bisschen Platz zu machen. Und da ist ein magischer Gegenstand. Schuhe, wenn nicht dran steht, dass die rissig sind oder hier beschädigt, dann kann man sie eigentlich noch am Anfang hier getrost aufheben. Alt gedrückt halten ist immer ganz wichtig, um zu gucken, ob man auch irgendwas vergessen hat, aber anscheinend nicht. Alles klar, wir versuchen jetzt erstmal das Nordwesttor gleich zu öffnen. Ach, Moment, ich habe ja auch eine neue Skill kennengelernt anscheinend. Wir haben momentan die Donnerfäuste, also ihr greift dann ziemlich mit einer Abfolger schneller Schläge an, die Gegner zurückstoßen kann. Wir können jetzt aber, fügt mit jedem Angriff mehreren Gegnern in einer Reihe Schaden zu. Alles klar, warum nicht dann bitte tödliche Reichweite annehmen. Okay, das war's dann also erstmal. Und bitte Tor aufmachen. Bam. Dieses Mal kommt ein großes Rudel. Haltet die Stellung. Achso, ja gut. Ich wollte eigentlich gerade meine Sachen hier verkaufen, aber wir gucken erstmal, dass wir hier das Rudel niedermetzeln. War's ja schon? Die Brücke ist frei. Die Brücke ist frei, aber natürlich ist sie frei. Alles klar. Ist das ein Händler? Ja. Sieh mal, trifft sich ganz gut. Ich verkaufe dir gerne was, aber du musst mir versprechen, niemandem zu sagen, wo du das. Verkaufswert 2, alles weg. 2, 2, 2. Oh, da war 4, aber... Oh, nee, da zum Beispiel Verkaufswert 4 und die Stiefel sind tatsächlich besser als die, die wir gerade anhaben. Also, machen wir das so. Alles mit dem X davor sind Sachen, die wir eh nicht anziehen können. Weil das für andere Charakterklassen sind. 2, 2. Wir haben 4. Also Oberbekleidung auch weg. Pfeil und Bogen auch. 2, 2, 4. Was haben wir an? 27. Bam. Dann brauchen wir es auch nicht. So, jetzt gucken wir aber hier. Verkaufswert tut sich nichts. Ist genau der gleiche. Aber ich sehe schon 5 bis 7 Schaden statt 4 zu 7. Und Angriffsgeschwindigkeit auch erhöht. Ja, alles klar. Das heißt, wir haben schon mal eine neue Waffe. Und ja, auch die Handschuhe sind zwar eine Rüstung weniger, aber dafür wird die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Also auch neue Handschuhe. Die beiden Sachen können gleich weg. Und ein Leben pro Sekunde wird generiert gegenüber Erfahrung, die ich gerade habe. Ich stehe eher auf Erfahrung. Das heißt, das lassen wir mal weg. Verkaufswert 4 ist sowieso klar. Und oh, hier haben wir noch eine Waffe. Aber Verkaufswert ist auch kleiner als den, den wir haben. Ne, alles klar. Dann weg, 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 weg. Alles klar, schon sind wir fertig. Und findet den Friedhof des Verlassenen, der Verlassenen im Hain des Wehklagens. Oh Mann. Ich hätte vielleicht nicht 2 Bier schon trinken sollen. Dann hätte ich auch noch ganz viel lesen können. So, dann gucken wir mal, ob wir den Friedhof finden. Und auf dem Weg dahin leveln wir natürlich. Was das soll ich jetzt? Ah, das ist übrigens hier meine Kernkick-Strategie, die ich gerade neu gelernt habe. Ja, man kann sie auch von Weitem benutzen, wenn man es vernünftig macht. Genau so. Alles klar. Ja, das sieht dann auch schon mal ganz vernünftig aus. Gar kein Roundhouse-Kick nötig, aber hier mache ich einfach mal einen. Bam! Und weg mit dir. Und abgeblockt mit unserem tollen Schild. Der Typ ist explodiert. Eher weniger gut. Er ist recht weniger gut, wenn da alle wie doof am Start sind. Armer Dorfbewohner. Auch hier ist noch ein Tor unterwegs. Nicht mehr lange. Gold, Felshaufen,
wird alles mitgenommen. Torso wird auch mitgenommen. Bam. Einmal ihm, einmal ihm. Ein für dich, ein für mich. Diese fetten Untoten gehen mir ein bisschen auf den Senkel, weil man die einmal kaputt gemacht hat und dann stehen die wieder als halber Torso auf. Aber okay. Oh, oh, wir haben fast einen Boss. Irgendwas ist auf jeden Fall golden. Und wir verlieren auch recht gut Energie, während mein Computer auch ein bisschen stoppt. Ich glaube, wir drücken mal cool. Da ist es. Und außerdem 7 Leute mit einem Schlag getötet. Baby. Was geht ab? So, Trick war Teufelsspiel. Du hast nicht mehr lange zu leben, würde ich sagen. Bam, das war's. Das gibt ordentlich Gold. Handschuhe, eine Tage. Gold, Gold. Ja, und jetzt gibt es natürlich Energie wie doof, nachdem ich sie gerade aktiviert habe. Aber naja. Können wir machen. Den minderwertigen Säbel hätte ich zum Beispiel gar nicht aufheben müssen, der schon minderwertig dabei steht. Und den kümmern wir uns gleich. Wir erkunden mal kurz hier die Karte. Ja, alles klar. Ja, komm hier. Bam, bam, weg war er. Boah, der Mönch, der hat aber auch einiges an Skills am Stissel, muss ich sagen. Während wir hier Gold mit Kino sammeln und groteske Ungeheuer halt machen. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Oh. Ah, beim Mönch ist es übrigens, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ist es Mana. Wie im zweiten Teil, nein, ist es Geisteskraft, der dann nicht mehr hat. So, in der Truhe ist ein einfacher Dolch. Mein Gott. Lesen ist schwer. Ja, wenn ich schon einfach lese, wird es nicht allzu toll sein, aber okay. Tote Dorfbewohner, nicht verkehrt, immer für ein paar Goldstücke zu haben. Ja, wir scharen mal ein paar Monster extra um uns herum. Ja, kommt, kommt, kommt. Damit ich jetzt mit einem Schlag vielleicht ein paar mehr fähig machen kann. Aber leider hat der Mensch nicht genug Geisteskraft. Mein Gott. Bam, bam, weg. Bam, bam, weg. Und die Fräse der Tote. Ja, warum auch nicht. Oh, oh, was? Ah, ja, du Scheiße, weg hier und Kuh drücken. Kuh drücken, okay. Kuh hat schon mal geklappt. Und Roundhouse Kick, als wenn es kein Morgen gäbe. Also hier spawnen ja jetzt einiges an Gegnern. Das sind sie noch nicht allzu schwer. Die meisten sind Zuschauer weg, aber trotzdem. Das war gerade ein bisschen scary. So, anstatt Q zu drücken, holen wir uns einfach mal das Ding hier. Massaker, 17 Monster getötet. Bam, bam, bam. Gold einsammeln. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wie im richtigen Leben. So, jetzt haben wir einiges gesammelt. Oh, ist das hier? Ne, ich dachte, das wäre ein Wegpunkt. Der Lehrling des Schmieds ist tot. Ich sollte Hedrick davon berichten, wenn ich ihn sehe. Tja, armer Lehrling hat nicht durch... sein Abenteuer geschafft, was auch immer sein Abenteuer gewesen sein mag, aber hat ihn allzu vorfrühen Tod gefunden. Davon werde ich dem Hedrick gleich erstmal genüsslich berichten. Aber erstmal suchen wir jetzt noch den Friedhof. Oh, und ich sehe schon am Anfang levelt man wirklich so schnell. Wir sind jetzt schon wieder bei 60% neuer Skill. Und ich spiele normalerweise mit einem anderen Charakter. Da bin ich ein paar Level weiter. Auch nicht viel, aber ein bisschen. Und deswegen, also was der Mönch drauf hat, das weiß ich selber nicht. Ich habe auch mich vorher extra noch nicht selber gespoilert. Also noch nicht vorher selber geguckt in dem Skill-Tree-Baum. Also können wir alle immer gleichzeitig gespannt sein, wenn wir ein neues Level erreichen. Ja, da sind ein paar Torsos. Ist Torsos der Plural von Torso? Oder ist es Torsen? Torsen hört sich komisch an. Ich glaube, es ist Torsos. Aber die lassen wir erstmal links liegen. Wir suchen richtige Gegner. Bam, bam. Roundhouse. Und ich blenden. Habe nicht genug Geisteskraft. Nein! Du mit deiner Geisteskraft. Blenden wir. Da, geht doch.
So, jetzt sehen sie mich alle nicht mehr. Torsos ohne Beine und ohne Sicht. So kann ich leben. Oh, eine Truhe, die leuchtet. Na dann. Kurzbogen, Schärpe, Altrank, alles klar. Kann ich bestimmt alles gebrauchen. So, wir suchen immer noch nach... Ah, ich wollte gerade sagen, wir suchen immer noch nach einem Friedhof, den wir in diesem Moment aber gefunden haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt der richtige ist, aber es sieht zumindest nach einem Friedhof aus. Bam, bam. Alles weg. Was kann ich hier verstehen? Die ganze Zeit abgeblockt. Ich hoffe, das steht bei mir und nicht bei den Gegnern. Und dann so ein Schild wird das ja eigentlich kein Problem sein. So. Alle weg. Ah, ich habe am Anfang noch gesagt, ich glaube, ich habe aus Versehen Melee-Charakter genommen. Quasi so Nahkampf-Charakter. Aber das ist der Mönch ja doch ja nicht. Wenn man hier sieht, dass der auch so Distanzsachen drauf hat. Ich weiß gar nicht so richtig, wie der angreift. Also, seht ihr das? Er bewegt seine Fäuste recht schnell in Richtung Gegner und dann ist das anscheinend Geisteskraft, alles klar. Gut zu wissen, dass man als Mensch so alles drauf hat. Hungrige Leiche, weg, weg. Oh, ich sehe auf der Minimap was. Ich sehe unser Ziel. Sehr gut. Dann können wir den Teil später abbrechen, und zwar mit einem Erfolg. Und zwar hoffentlich mit dem Erfolg, dass wir die Friedhoflandschaft gefunden haben, zu der wir hin müssen. Während wir hier noch fröhlich weiter leveln. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch kein Typ, der immer sofort zu den Punkten geht, wo man hin soll, um die Story voranzutreiben. Ich bin dann eher der Typ, der ringsherum noch alles kaputt macht und ein paar seltene Gegenstände sammelt. Also habt ein bisschen Geduld. Das sollte nicht allzu lange mehr dauern. Aber für die ein paar Experience Points, das ist mir wirklich wert. Erst recht, wenn die Gegner gerade noch überhaupt nicht schwer sind. Und jeder Affe, der gerade vom PC sitzen würde, das auch schaffen würde. Ah, okay, komm. Euch noch. Auch noch weg. Bad. Der Roundhouse-Kick gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin gespannt, was der noch für Upgrades erfährt. Aber ich glaube, jetzt ist es soweit. Zack, Friedhof der Verlassenen. Alles klar, Speicherpunkt. Wie es weitergeht im Friedhof der Verlassenen und wen wir hier alles finden, das seht ihr dann im fünften Teil, wenn ihr wollt. Und bis dahin, macht's gut. Tschö, tschö, euer Sisko.